FM4 Podcast. Der FM4 Ombudsmann beantwortet dir deine Fragen. Liebe Hörerinnen, lieber Hörer, fast alle Menschen hängen am Leben, aber wenn es dynamisch wird, wird es manchen zu blöd. Hi Ombudsmann, sag, was ist denn in die Italiener gefahren? Einerseits in wissenschaftlich so wichtigen Dingen wie Impfen mit Impfpflicht Vorreiter in Europa. Andererseits wird so einen Hokuspokus wie biodynamische Landwirtschaft gesetzlich geadelt. Verstehst du die? Cheers, Piepeter. Lieber Piepeter, als Rudolf Steiner Ende des vorletzten Jahrhunderts behauptet hatte, er habe quasi per Hellseherei vom Universum mitgeteilt bekommen, dass er sich mit einer Anthroposophie genannten Mischung aus Esoterik, Religion, Aberglaube, Rassismus und Antisemitismus wichtig machen solle, da hat er vermutlich selber am meisten lachen müssen, denn dass irgendwer einen derartigen Stiefel auch nur eine Sekunde ernst nehmen könnte, war ja nicht vorauszusehen. Das hatte ihm das Universum wohl in der Seance verschwiegen. Was unlängst in Italien passiert ist, kann man sich also entweder mit den Mondphasen erklären oder schlüssiger mit Realpolitik. Stellt es im Wesentlichen vermutlich das Übliche dar, eine Mischung aus Lobbying, Zeitgeist und Günstlingswirtschaft. Aus wissenschaftlicher Sicht ist Biodynamik circa so seriös wie Astrologie oder die Verehrung unsichtbarer Jungfrauen. Und nachdem derartiger Schmonzes in unserer Gesellschaft aus Wertschöpfungsgründen teilweise ganz schön verbreitet ist, verwundert es nicht, dass auch Biodynamiker irgendwann nach derselben gesetzlichen Anerkennung zu streben begonnen haben wie Akupunkteure oder Marienverehrer. Grundsätzlich könnte man immer sagen, man muss sowas ja nicht unterstützen und kann jederzeit zu anderen Produkten und Zeitvertreiben greifen. Aber, lieber Piepeter, da hast du natürlich recht. Günstiger ist es für eine Gesellschaft doch, wenn sowas maximal als Randerscheinung blüht und irgendwann auch wieder verblüht. Denn beispielsweise einen Impfstoff, der hilft, eine Pandemie zu beenden, wird man mit Hilfe von solchen Ideologien nie bekommen. Und spätestens da hätte der Witz vom Steiner Rudi dann gar keine Pointe mehr. Servus! Der FM4 Ombudsmann. Bereinigt Widerstände.